Über viele Jahrhunderte hinweg mussten Schiffer auf die Dienste von Treidlern zurückgreifen, um den Rhein gegen die Strömung befahren zu können. Je nach Größe des Schiffes zogen mehrere Treidelknechte und seit dem Mittelalter auch bis zu 8 Pferde die Schiffe an Seilen entlang der sogenannten Leinpfade rheinaufwärts. Das änderte sich mit Aufkommen der ersten Dampfschiffe, die aus eigener Kraft gegen die Strömung fahren konnten. Die Defiance war im Jahre 1816 das erste Dampfschiff auf dem Rhein. Doch wie ihre ersten Nachfolger verfügte dieses frühe Dampfschiff nur über eine schwache Niederdruckdampfmaschine von gerade einmal 16 PS Leistung. Die Bergfahrt und stärkere Strömung am Mittelrhein konnten sie so noch nicht bewältigen. Die noch traditionell organisierten Schiffergilden reagierten anfangs noch entsprechend gelassen auf diese ersten Dampfschiffe. Man glaubte nicht, dass die Dampfschifffahrt auf dem Rhein jemals rentabel sein würde. Die Kosten für Schiff, Kohlen und Besatzung lagen in einer Höhe, die diese Schiffe gegenüber den traditionellen Segelschiffen und dem Treideln zunächst nicht konkurrenzfähig machte. Die Dampfschifffahrt auf dem Rhein sollte allerdings eine rasante Entwicklung nehmen. Der De Rijn gelang es mit ihren 60 PS erstmals sowohl die gefährlichen Untiefen des Bingerlochs wie auch das wilde Gefähr bei Bacharach zu überwinden und als erstes Dampfschiff am 17. September 1825 in Mainz einzulaufen. Die Schriftstellerin Johanna Schopenhauer schildert die Reaktion der Menschen am Rheinufer in Eltville, nur wenige Kilometer rheinabwärts von Mainz. Die Schiffer äußerten laut ihre Freude über die um mehrere Stunden sich verspätende Ankunft des Schiffes. Endlich zeigte sich das Dampfschiff und der Spott in ihren Gesichtern ging in tiefen Ernst über, als sie gewahr wurden, mit welcher Schnelligkeit und Kraft es die widerstrebenden Gewässer stromaufwärts überwand. Die Männer betrachteten es mit finsterem Gesicht und drohender Gebärde, als sie es im Hafen von Mainz einlaufen sahen. Die Weiber klagten und weinten. Zunächst arrangierten sich die Dampfschifffahrtsgesellschaften noch mit den Schiffergilden und beförderten auf ihren Schnellfahrten neben Passagieren nur Pakete, Stückgüter und leicht verderbliche Waren, während man den lukrativen, aber für die Dampfschiffe noch nicht profitablen Massengütertransport der preiswerteren, aber langsameren Segel- und Treidelschifffahrt überließ. Den fehlenden Stauraum machten die Dampfschiffe schließlich durch ihre Zugkraft wett. Der bereits 1821 von der Netherlandse Stoomboot Maatschappij erbaute Raddampfschlepper Hercules wird 1829 mit einer neuartigen, leistungsstarken Verbunddampfmaschine ausgestattet, die ihm beeindruckende 200 PS verleiht. Dennoch wird sie, wie die meisten frühen Dampfschiffe, noch durch zwei Masten für ein Gaffel und ein Rahsegel unterstützt. Das ursprünglich hölzerne Schiff erhält 1830 einen eisernen Rumpf und etabliert spätestens im Jahr 1839 die Schleppschifffahrt zwischen Rotterdam und Köln. Schleppdampfer wie die Herkules konnten bis zu 6 Segelschiffe oder Lastkähne flussaufwärts schleppen. Mehr als ein Treidelzug bewältigen könnte. Die neu entstehenden Schleppschifffahrtsgesellschaften entlang des Rheins trugen ihren Konkurrenzkampf zunächst hauptsächlich über die Frachttarife aus, die dabei fast ins Bodenlose sanken. Die Schiffergilden und Treidelvereinigungen sahen sich schließlich in ihrer Existenz bedroht und versuchten durch juristische Eingaben und verbesserte Pferderelaisstationen konkurrenzfähig zu bleiben. Der Rückgang der Treidelschifffahrt, insbesondere am Niederrhein, war trotz aller Anstrengungen nicht mehr aufzuhalten. Am Beispiel der am Fährübergang bei Düsseldorf-Hamm übergesetzten Treidelpferde zeigt sich zwischen 1843 und 1848 ein deutlicher Rückgang um mehr als 2/3, während die Düsseldorfer Pontonbrücke in der gleichen Zeit eine um den Faktor 7 gesteigerte Zunahme an Dampfschiffen registriert. Viele verloren schließlich ihr Einkommen, manche radikalisierten sich. Franz Haniel, ein betroffener Reeder, erinnert sich an die gewaltsamen Übergriffe im Revolutionsjahr 1848.
Am Rhein wollten die Segelschiffer, Leinschlepper und die am Ufer liegenden Schankwirtslokale die Personendampf- und Schleppschiffe vertilgen. Diese Völkchen mit Zuziehung von bezahlten Taglöhnern und Holzkohlenbrenner aus den Büschen rotierten sich besonders bei Weißenturm zusammen, schossen mit Gewehren auf die auf dem Rhein fahrenden Dampfschiffe. Die Treidelschifffahrt wurde im Warentransport schließlich weitestgehend verdrängt. Dennoch wurde noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein entlang des Rheins getreidelt. In der Konkurrenz zur aufkommenden Eisenbahn erinnerte man sich Ende des 19. Jahrhunderts noch einmal der alten Technik und schuf mit der sogenannten Tauerei, der Seil-Schleppschifffahrt, einen kuriosen und eher kurzlebigen Hybrid zwischen der Treidel- und Dampfschifffahrt. Aber das ist eine Geschichte für ein andermal.